Hallo, freue mich, dass du da bist. Ich möchte diese Winterzeit verwenden, dir zu helfen, indem ich dir mehrere kleine Übungen gebe, nur kurze Videos, die du eigentlich zu Hause machen kannst. Du brauchst wahrscheinlich keinen Ball. Wenn du natürlich einen Luftball hast oder ein Netz und Matte oder vielleicht ist es gar nicht so kalt draußen, das wäre natürlich super. Aber ich fange jetzt mit der ersten Übung an. Ich finde sie klasse. Die Übung ist für jeden Golfer gut. Es hat mehrere Vorteile und ich denke, ich fange gleich an. Das ist Stefan. Stefan trainiert jetzt hier in unserer Indoor-Anlage in Lüttelsburg und hab dich jetzt genervt. Ja, bin gespannt, was jetzt kommt. Und ich werde jetzt Stefan den Schläger wegnehmen und unser Halber geben. Und du kannst natürlich auch einen Ball verwenden oder irgendwas Kleines. Und kannst du bitte jetzt den Stand einnehmen, ohne den Schläger zu halten? Und genau, halt diese Halbe zwischen den Unterarme. Und versuch mal wirklich die Arme zusammen zu drücken. Das musst du auch, weil die Halbe klein ist. So, beim Ausholen, wenn man die Unterarme zusammendrückt, merkt man sofort, wie die Arme und Körper gekoppelt sind, also connected sind. So, das hilft, wenn man die Arme zu früh hebt oder zu sehr nach hinten nimmt. Einfach denken, Arme zusammen. Das ist Vorteil Nummer 1. Okay, jetzt Nummer 2. Hol mal aus und bitte oben anhalten. Wenn du merkst, dass dein rechter Ellbogen zu hoch ist, dann wird das dir sehr helfen, den Ellbogen tiefer zu haben, was nachher dir helfen wird, den Ball schön von innen zu treffen. Okay, für den dritten Vorteil brauchst du einen Schläger. Halt den Schläger erstmal. Ich tue die Haube wieder dazwischen. Erstmal bitte halbe Schwünge machen. Das ist, denke ich, erstmal einfacher. So, holen wir wieder aus. Gut. Und jetzt beim Abschwingen. Diesen Winkel zwischen Schaft und Arm möchten wir gerne halten. Und es wird nur gehen, wenn die Unterarme zusammengedrückt werden. Würdest du, Stefan, jetzt den Schläger zu früh lösen, was man viel sieht? Dann verlierst du wieder deine Haube. Kannst du dich zur Leinwand ausrichten? Jetzt kommt der Release. Im letzten Video, da ist der Link, habe ich gesagt, erst nachdem man wirklich den Körper released hat oder geöffnet hat, dann ist es Zeit, diesen Winkel zu lösen, zu releasen. Und jetzt der nächste und sehr, sehr wichtige Punkt. Beim Durchschwingen ist es dir schon aufgefallen, dass dein Ellbogen rausgekommen ist, also dass du ein Chicken Wing gemacht hast? Diese Übung ist natürlich super, dass der linke Oberarm dicht am Körper bleibt und dass der Chicken Wing nicht vorkommt. So, jetzt machen wir erstmal ein paar Probeschwünge. Und ich bin ge ganz gespannt zu hören, was Stefan sagt über das Gefühl. Er hat jetzt keine Haube zwischen den Armen, aber er stellt sich das vor und er spürt, was er gerade geübt hat. Ich schlage mal ein, zwei Bälle, Stefan, bitte. Ich gucke, ob du es richtig machst. Schön. Okay, so das ist eine ungewohnte Bewegung. Du hast ein Eisen 9. Was hast du da jetzt gespürt bei der Übung oder bei der Vorstellung? Also grundsätzlich kommt mir das sehr zugute, weil mein Rückschwung, der verkürzt sich ein bisschen, da ich ein bisschen auch Rückenprobleme habe. Es ist Ja. tatsächlich so, dass mein Aufschwung hier ein bisschen kürzer wird, als wenn ich die Arme und die Ellbogen hier so löse. Okay. Des Zweiten spüre ich natürlich den Release unten und eine etwas höhere gefühlte Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ja, okay. Okay, so machen wir 111 Meter. Gucken wir, ob du noch einen Tick weiter schlagen kannst, indem du wirklich Schlägerkopfgeschwindigkeit
Geschwindigkeit spürst. Bin weiterhin bei so gefühlten halben Schwüngen, ne? Ja, genau. Gut. Und schön gerade. So, das war Übung Nummer 1. Mach das bitte jetzt, wenn es geht, in deinem Wohnzimmer. Hoffentlich hast du genügend Platz. Aber viel Spaß dabei und ich freue mich auf bald. Danke, Stefan. Ja, ich habe zu danken.